Die Landesbank Baden-Württemberg sammelt seit über 50 Jahren Kunst und hat auch schon über 3000 Werke in ihrer Sammlung. Dazu darf ich heute Herrn Thorsten Schönberger interviewen. Herr Schönberger ist LBBW-Vorstand für das Thema Immobilien- und Projektfinanzierung und zudem bekleidet er den Vorsitz im Kunstkuratorium. Er kennt sich also bestens mit der Sammlung aus. Wie waren die Anfänge der Sammlung LBBW? Der Beginn unserer Sammlungstätigkeit liegt jetzt 50 Jahre zurück und begann bei einem unserer Vorgängerinstitute, der Städtischen Spar- und Girokasse. Eigentlich wiederum dann später darauf folgend die Landesgirokasse. Mit unserer Sammlungstätigkeit verknüpft ist aber untrennbar der damalige Vorstandsvorsitzende Dr. Walter Zügel, der viele Jahre Vorsitzender dieses Instituts war, die Sammlung, wenn Sie so wollen, quasi begonnen hat und über seine langjährige Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender auch die Sammlung inhaltlich mitgeprägt hat. Wer begleitet Sie im Kuratorium? Das ist was, worauf ich wirklich stolz bin, dass es uns gelungen ist, unser Sammlungskuratorium hochkarätig zu besetzen, mit dem wir auch die Kunstwelt quasi abdecken. Wir haben mit Dirk Boll, dem Europachef von Christie's, wirklich eine Expertise aus dem Kunstmarkt, die andere gerne hätten. Wir haben die mit Frau Dr. Ulrike Groß, der Leiterin des Kunstmuseums in Stuttgart, hier auch die Museumslandschaft sehr intensiv vertreten. Da sind wir wirklich eine Expertengruppe, die sich gesucht und gefunden hat. Welche Arten von Kunst werden denn gesammelt? Sind das nur Gemälde? Das haben wir intensiv diskutiert im Kuratorium und uns ganz bewusst weder auf eine Epoche noch auf eine regionale Herkunft noch auf ein Medium festgelegt. Wie wichtig ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit bei der Sammlung? Das Thema Nachhaltigkeit ist uns generell sehr wichtig. Insofern findet das auch Einfluss in unsere Sammlung. Wichtig ist aber auch zu verstehen, beim Thema Nachhaltigkeit geht es ja nicht in Anführungszeichen nur um Umweltthemen, sondern generelle Nachhaltigkeit bis hin zu gesellschaftlicher Nachhaltigkeit. Insofern spielt das auch in der Sammlung eine Rolle. Wir haben einige inhaltliche Richtungen, in die wir die Sammlung weiterentwickeln. Eine davon ist zum Beispiel das Thema oder die Überschrift Kunst in Zeiten des Anthropozäns, wo es wiederum genau darum geht. Wir versuchen mit der Kunst abzudecken, zu beobachten, mit der Kunst mitzuleben, inwieweit der Mensch in unserem Zeitalter seine Umwelt verändert. Und insofern spielt das Thema Nachhaltigkeit definitiv eine Rolle. Genauso wie wir natürlich auch versuchen, was die Künstler, Künstlerinnen angeht, auch eine Diversität in die Sammlung, in die Werke zu bringen. Insofern spielt das schon eine starke Rolle. Ihr Kunstwerk hier ist ja auch wirklich beeindruckend. Wussten Sie gleich, dass Sie das haben wollen, hier in Ihren Räumlichkeiten? Ich kann Ihnen die Geschichte dazu erzählen und für mich auch einer der sehr persönlichen Momente, was Kunst angeht und vielleicht sogar der Moment, der mich nachher wirklich hat sagen lassen, ich möchte gerne das Kuratorium leiten. Als ich 2011 hier zur LBBW kam, habe ich Herrn Kasper kennengelernt, unseren Chefkurator und Leiter der Sammlung. Wir haben uns kennengelernt und dann kam er mit dem Majerus. Das war lieber auf den ersten Blick. Da musste ich nicht lange zögern. Ich wusste, das ist mein Bild. Das ist mit mir auch durch alle Büros umgezogen und ist einfach ein gutes Beispiel dafür, wie zwischen Kunst und Betrachter auch eine persönliche Beziehung entstehen kann. Wie schaffen es junge Nachwuchskünstler in die Sammlung? Das ist eine der ureigensten Aufgaben unserer Kuratoriumsarbeit. Durch unsere Kuratoriumsmitglieder stehen wir natürlich in engem Kontakt zu Galerien und teilweise auch zu den Künstlern selbst. Dort passiert die eigentliche Arbeit. Es werden Vorschläge eingebracht. Das Kuratorium beschäftigt sich im Vorwege zu den Sitzungen damit, gleicht es ab mit unseren Sammlungszielen. Und dann entscheiden wir in den Kuratoriumssitzungen eben über die gemachten Vorschläge, gucken auch, was ins Budget passt, muss man sehen. Und so kommt die Entscheidung dann letztlich zustande. Würden Sie auch heute wieder so ein bedeutendes Kunstwerk wie das Bildnis der Tänzerin Anita Berber in die Sammlung aufnehmen? Das ist ein ganz klares Jein als Antwort. Ein Teil sagt eindeutig Nein. Warum? Denn solches Bildnis spielt in einer Preisliga, die jetzt nicht zu unserer regulären Sammlungstätigkeit passt, weil unser Budget das schlicht nicht hergibt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, sollte es sich um besondere Umstände oder besondere Kunst handeln, die einen so starken regionalen Bezug hat, dass man als gesellschaftlich engagierte Bank quasi gar nicht anders kann, als zumindest darüber nachzudenken, es vielleicht doch oder doch wieder zu tun, würden wir das tun.
In welcher Preisklasse befinden sich denn ansonsten die Kunstwerke, die für die Sammlung erworben werden? Auch keine eindeutige Antwort. Das ist natürlich von bis. Sie werden überrascht sein, wenn die günstigsten Neuerwerbe sich im 1.500, 2.000 Euro Bereich bewegen. Bei ganz jungen Künstlern, die wir fördern wollen, aber umso wichtiger, um trotzdem denen überhaupt zu ermöglichen, in eine Sammlung zu kommen und sich weiterzuentwickeln. Es gibt aber auch Werke etwas etablierterer Künstler, die dann etwas teurer sind. Unser Budget ist überschaubar, aus dem Budget viel zu machen, das ist genau die Kunst. Und das macht das zu einer extrem spannenden Aufgabe, muss ich sagen. Und jetzt noch zum Abschluss, auf was freuen Sie sich denn am meisten im Hinblick auf die Jubiläumsausstellung? Ich habe jetzt natürlich den Vorteil, ich habe schon relativ viel gesehen. Und ich muss sagen, ich freue mich wahnsinnig drauf. Das beginnt beim Titel der Ausstellung, Jetzt oder Nie. Den finde ich erstens richtig cool und zweitens, der hat selten besser gepasst als jetzt. Wir haben in diesen Zeiten eine relativ schwere Zeit für Kunst und Kultur und das ist auch ein Statement in Richtung Kunst und Kultur und deswegen, da gilt wortwörtlich Jetzt oder Nie, erstens. Zweitens, ich habe den Sammlungskatalog gesehen und ich muss sagen, es haut einen fast um. Was wir dort ausstellen werden, habe ich lange in der geballten Form nicht gesehen. Das wird richtig gut, davon bin ich überzeugt, deswegen gilt Jetzt oder Nie.